wenn ich das jetzt hier so ein bisschen malträtiere, so umräumtechnisch, das müsste doch hinhauen. Keine Angst, ich mühle mich nicht wieder zu auf andere Art und Weise. Ich räume dann tatsächlich danach auch wieder auf. Apropos aufräumen, Hühnerstall. Nee. Ich hätte das jetzt gern, sag ich mal. So. Ganz freundlich gefragt. Ein halber Level, ey. Das ist schon so ein bisschen Mobbing, oder? Ich meine, so ein bisschen. Ups. So. Ach, ich hätte mal dasselbe. Ich verklick mich aber. Also. Platz. Passt. Uff. Alter, ist ja fast wie ein halber richtiger Umzug hier. Es darf gerne mal aufhören zu regnen. Also ingame. Draußen im wahren Leben kann das gerne anfangen zu regnen. Ich mag Regen. Kann man immer ganz gut einschlafen bei, wenn so am Fenster der Regen prasselt. Ach, das ist herrlich. So, noch zwei Kisten, dann haben wir das auch erledigt. Dann gegebenenfalls draußen noch den Webertisch und den Alchemietisch und die Werkbank. Muss mal gucken. Und sagen, das räume ich mal weg, weil... Nicht, dass es Platsch macht, wie bei der kleinen Hütte beim ersten Versuch beim Umsetzen. So. Transport auf 59,25 gestiegen. Naja, wenn du meinst. So. Ach, jetzt steht schon Zerstören dran. Aber ich kann es nicht verschieben. Ich dachte, ich kann das Gebäude auch verschieben. Das Problem hatte ich ja beim anderen auch schon. Sah schnell beim bei der kleinen Fischerhütte. Vielleicht muss ich das Monument dafür auch ausbauen. Ich denke mal, da denke ich nicht so verkehrt. Behaupte ich jetzt mal. Wieso kann ich denn das nicht aufheben? Hä? Das ging doch sonst immer. Okay. Inventar öffnen. Wenn ich da jetzt sage, zerstören, was geht denn da alles drauf? Also nee, mach ich nicht, ich bin bekloppt. Vielleicht will ich es ein bisschen leichter? Nee. Hä, wieso kann ich die... Ist das ein Bug? Das geht aufzuheben. Sagte ich, schieb das aber mal hier so hin.
So? Also ich stehe selber im Weg, oder? Schmeiße ich es mal hier hin. Beziehungsweise... Ah, das ist hier der... Ah, interessant, mit der 4 sehe ich den Radius von... Ach, ich verstehe. Moment. Der Radius von dem Monument, der ist bis hier, ne? Den müsste ich wahrscheinlich ausbauen, um an das Lagerhaus zu kommen. Gehe ich mal von aus. Korrigiert mich, wie gesagt, wenn ich das falsch sehe. Okay, ein bisschen höher, dann geht's. Die Werkbank. Ich meine, Haus einrichten und so ist dann auch nochmal irgendwann dran. In ferner, ferner Zukunft. Nee, ich hoffe nicht, dass es noch allzu lange dauert. Mit so ein paar besseren... mit so ein paar besseren Möbeln und so. Aber zunächst müssen wir erstmal Schmieden verbessern. Sozusagen. Also eine bessere Esse und Wostergussbarren und besseres Werkzeug. Das ist so der große Plan. Immer noch. Jetzt geht das auch. Komisch. Stand sich wahrscheinlich alles so ein bisschen in der Quere. Mann, Mann, Mann. Das sieht aus wie bei meinem Sims-Spielstand, wo ich so ein paar Sachen aber mal beim Hausumbau hingestellt habe. Mein Motto, da ist Platz, platsch. Einfach mal hin. Passt schon. So. Dann kannst du das mal aus. Oh, da ist was gewachsen. Sehe ich gerade. Scheiß, schneller. Oder legt wenigstens mal ein Ei. Jo, da muss ich nochmal. Jo. Das ist jetzt leer. Ja, okay, jetzt kann ich sie da nicht zerstören. Willst du mich verarschen? Also ich will es gerade nicht, aber. Hä? Verstehe ich nicht. Eigenartig. Monument verwalten. Oh, ich kann das Monument verbessern. Was kostet das? Okay. Oh, wo krieg ich denn jetzt Silberbarren her? Die 3 Granit und die 3 Marmor müsste ich da haben. Aber ich habe nichts Silber. Scheiße. Eine Marmorplatte. Schleifen. 20. Wir brauchen 3, also brauchen wir noch 40 Marmor. Davon brauchen wir... Achso, übrigens.
Welch Freude. Wo steht's dran? Hier, ne? Region Schläfershammer. Ich habe eine regionale Ressource bekommen. Oh Mann. So. Schleifen. Massenproduktion. Also zwei. Dann müsste ich jetzt gucken, wo ich Silber herbekomme. Das lässt sich ja gegebenenfalls nochmal machen. Das möchte ich jetzt gerne aufwerten. Zack. 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 So. Kriegen wir jetzt drei Silberbarren her. Ich habe doch sicherlich noch, ich gehe auf den anderen Bildschirm, Live View Ore Map. Silber ist die 2 auf der Karte. Ich weiß nicht, wie aktuell das Ding ist. Die grüne 2, nicht die rote. Es ist so scharf, der Kram. Das müsste eigentlich nicht so weit weg sein von uns. Wir gucken mal. Map auf. Bis ich die Map wieder zugemacht. Ah, Ruckel. 10 Frames. Warum? Da so. Da soll was sein. Hier so. Ich kann nicht mehr. Konnte ich mir einen Marker setzen? Ich weiß es nicht mehr. Nee, das bin ich. Das ist ja. Theoretisch gesehen ist das nicht weit weg. Wie viel Inventarplatz habe ich denn noch? Ja, dann laufen wir mal ganz kurz dahin, in der Hoffnung, dass wir jetzt Silber finden. Ich meine, ich kann auch aus Scherz mal hier gucken. Aber ich behaupte mal, das wird jetzt so schnell nicht. Suche nach Silber. 4. Kein Silber. Naja, war ja klar. Edelmetalle schürfen. Oh, wenn wir dann Silber haben, könnten wir auch ein paar Ringe machen. Ja, wie gesagt, da hinten soll es sein, bei dem Berg. Der ist nicht so weit weg. Da machen wir mal Sprintikus. Wie gesagt, keine Ahnung, wie aktuell die ganze Karte ist. Die aktuellste, sag mal, Materialienkarte, die ich gefunden habe fürs Spiel, ist irgendwie von 2014 oder so? 2012, 2014. Ich, wie gesagt, keine Ahnung, wie aktuell das Ding ist. Ob das noch so tatsächlich Bestand hat oder... Who knows? War ich das jetzt selber oder? Ich hoffe, ich war das und nicht irgendein Viech. Ja, das klingt nach mir. Och, der Busch hier, ne? Gerade, der sah voll wie irgend so ein Viech aus. So. Hier soll es. Also, hier so oben. Gleich sind wir da. Genau. Also hier soll es Silber geben. Gucken wir mal.
Keine Spuren von Edelmetall. Nun. Belügt mich die Karte etwa? Würde sie doch wahrscheinlich nie tun, oder? Nö, kein Silber. Gucke ich hier nochmal und gucke in einem größeren Radius. Keine Spuren von Edelmetallen. Das wird wahrscheinlich wieder so eine Art Zeitungsente. Nee, nix Silber. Doof. Wahrscheinlich hätte ich bei uns vor der Haustür mehr Glück gehabt. Nope. Ich glaube, ich habe diesen Spiel auch noch nie nach Silber gesucht. Hoppala, das war der Mülleimer. Also, Kupfer, Eisen, ja, aber sowas anderes? Nicht, dass ich wüsste. Weil es, glaube ich, zu dem Zeitpunkt für mich nicht relevant war. Keine Spuren von Edelmetallen. Doof. Ich könnte den Radius jetzt ausweiten, aber das kann einfach alles bedeuten. Wie gesagt, wahrscheinlich. Ich gehe mal davon aus, die Karte ist nicht mehr aktuell. Was ist das? Nope. Nee. 30, okay. Da wollte ich gucken. Jetzt haben wir. Was ist das? War das Schürfen? Ja, Edelmetalle schürfen. Ausschau nach Silber. 60 macht Ausschau nach Gold. 90, naja, 100. Das bringt bloß nichts großartig. Tja. Dann laufen wir nochmal zu dem etwas größeren Berg da drüben. So 3 Meter oder 2 oder mehr. Ich gucke jetzt einfach hier nochmal und wenn nicht anders, zappe ich mich nach Hause. Weil. Keine Spuren, okay. Das ist wahrscheinlich, das macht jetzt gerade keinen Sinn. Das Monument gerne ausbauen. Ich gucke zu Hause nochmal nach Silber. Ich erinnere mich an die ersten Aufnahmerunden. Oh, ich brauche Eisen, ich brauche Eisen. Ich nichts gefunden. Halbe Weltgeschichte abgegondelt. Und dann zu Hause zweimal in den Fußboden gehauen. Eisen. Keine Spuren. Gut, das wäre jetzt auch einfach zu einfach gewesen.
Ich kann da oben auf dem Berg, wo die Mine hin soll, nochmal. Nee. Nicht so gut. Dann machen wir Folgendes. Gehen wir mal den Berg rauf und gucken da nochmal. Wenn das jetzt zu keinem Erfolg führt, dann machen wir noch ein bisschen Kohle. Ne, Quatsch, ein bisschen Kohle, bis Eisen. Für die Metallbänder. Dass wir gegebenenfalls mal noch das große Tor hinter uns jetzt hinbekommen. So, wie sieht's hier aus? Einfach mal gucken. Nope. Nö. Kein Glück, was das angeht. So, letzter Versuch. Nö, kein Glück. Gut, das muss ich mir dann irgendwie auf Kamera nochmal gucken, wo es genau zu finden ist. Ich meine, ich... Ganz doof gefragt. So, im Umkreis von 32 Kacheln. Also im Umkreis von 32 Kacheln gibt es kein Silber. 44. Nee. Okay. Das macht keinen Sinn. Ich meine, wir haben davor so ein Bergwerk hinzusetzen, was ja kontinuierlich Erze produziert. Mit etwas Glück produziert das auch Silber. Von daher haben wir vielleicht früher das Ding, weil wenn wir jetzt Lederverarbeitung kriegen, können wir auch Leinenstoff verarbeiten. Und mit Leinenstoff können wir tatsächlich dann oben mal das Bergwerk fertigstellen nach fast 100 Folgen. Und in dem Fall werden es wahrscheinlich 100 oder drüber sind. Und dann ja, kriegen wir da etwas mehr Zeug.